Der BVB im Pokalfinale, so wie schon letztes Jahr, nur dieses Mal unter ganz besonderen Vorzeichen. Der Sieg in München sehr emotional, geprägt auch durch die traumatischen Erfahrungen der letzten Wochen. Die psychische Ausnahmesituation hat die Mannschaft enger zusammengebracht. Es scheint fast so, dass ein neues Wir-Gefühl entstanden ist. Natürlich ist es so, dass ein so dramatisches Erlebnis, auch wenn es dann so glimpflich ausgeht, wie es dann ausgegangen ist, kann natürlich auch für einen Klebstoff sorgen, den du halt nur durch solche außergewöhnlichen Erlebnisse bekommst. Es gibt ja manchmal, dass es sportliche Erlebnisse sind, dass ein ganz außergewöhnlicher Sieg irgendwo dann dich wochenlang trägt und das Gefühl irgendwie hast, Mensch, hier ist jetzt was zusammengewachsen. Und das nach diesen Horrorbildern. Gerade einmal 2 Wochen her. Die Hintergründe der Tat mittlerweile bekannt. Der Täter gefasst. Eine Art Schlussstrich für die Betroffenen. Das hat uns enorm weitergeholfen, vor allem den Spielern enorm weitergeholfen, die bis dahin noch grüblerischer waren. Der Sieg in München, endlich wieder ein echtes Erfolgserlebnis. Glücksmomente für Fußballer. Ich persönlich setze es gar nicht ins Verhältnis. Sagt Tuchel, der beschreibt, welche Folgen diese Ausnahmesituation für seine Spieler hat. Ich glaube, dass das uns eher dann in die Lage versetzt hat, überhaupt heute so eine Energieleistung zu bringen und in die Lage versetzt hat, uns so drauf einzulassen und so dran zu glauben und nicht locker zu lassen. Die Extremsituation nach dem Bombenanschlag. Der Verarbeitungsprozess hat gerade erst angefangen. Schritt für Schritt zurück in die Normalität. Natürlich haben wir uns dort kennengelernt auf eine Art und Weise, die man, ja, auf die wir gerne verzichtet haben, aber die trotzdem wahnsinnig werthaltig war, weil es auf eine Art und Weise war, wie man sich sonst halt als Fußballmannschaft nicht kennenlernt. Und das schafft natürlich Vertrauen zwischen den Spielern und Vertrauen zwischen allen, die daran beteiligt waren, was man halt sonst wie auch so halt nicht bekommt.